Liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei der neuen Serie sozusagen, beziehungsweise bei neuer Folge von Vadim Chenzer antwortet. Also es geht um Nähkästchen. Ich plaudere aus meinem Nähkästchen, aus meinem Wissen und gebe euch auch gute Ratschläge und natürlich auch die Antworten auf eure Fragen. Es sind sehr, sehr viele Fragen angekommen. Die nächste Frage kommt von der Pea. Spiegelt mich mein Enkel? Wie kann ich damit umgehen? Wir spiegeln uns alle, Pea. Und zwar, der Partner ist ein Spiegel. Wenn wir uns den Spiegel selber anschauen, das ist auch ein Spiegel, da sehen wir auch meistens auch ein anderes Gesicht, anderes als das, was die anderen sehen. Aber unsere Mitmenschen sehen uns auch viel besser, als wir uns selber sehen. Und zwar, laut Studien, 40% besser. Ja, aber es spiegelt sich alles. Man sagt da Matrix dazu. Alles hängt zusammen und natürlich auch die Enkelkinder, die spiegeln auch vieles. Übrigens, viele Enkelkinder, die sind auch unsere Lehrer. Auch Kinder von euch sind eure Lehrer. Nicht unbedingt immer gleich umgekehrt. Man erzieht das Kind und dann irgendwann erzieht das Kind euch. Das ist einfach so. Aber diese ganze Sache, die spiegelt sich definitiv immer wieder. Wie kann man damit umgehen? Ja, im Endeffekt, man muss immer wieder natürlich schauen, was das Kind zeigen möchte. Spiegelt er mir etwas, was mich weiterbringt, oder zeigt er mir meine Ängste zum Beispiel? Und wenn es der Fall ist, man soll sich natürlich auch mit den Ängsten auseinandersetzen. Wenn zum Beispiel das Kind kommt und sagt, ja, ich wurde jetzt geschlagen, die Oma sagt, du sollst dich aber nicht schlagen lassen, dann aktiviert man sowohl bei dem Kind etwas, aber man erinnert sich an die Vergangenheit. Das ist eben diese Matrix, was man selber erlebt hat. War man selber geschlagen oder nicht? Hat man eigene Meinung auch richtig schützen können oder nicht? Oder hat man alles geschluckt? Und natürlich unsere Kinder oder auch wieder mal die Enkelkinder, die zeigen immer wieder die Gesetze des Universums. Das heißt, uns wird echt was gespiegelt aus der Familie, aus der Erziehung etc. Und da kann man sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Ich habe noch eine interessante Frage bekommen. Und zwar von Vincentina. Ja, die bedankt sich einfach mal, dass ich diese Runde überhaupt gestartet habe, hier bei YouTube-Kanal, mit der Beantwortung der wichtigen Fragen. Und zwar, die schreibt, ich hoffe, diese, meine Frage ist spirituell genug. Was ist meine Aufgabe bzw. Auftrag in dieser Inkarnation? Was will oder muss meine Seele in der jetzigen Verkörperung erfahren? Ja, diese ganzen Themen, die stehen in unserem Geburtsdatum, das habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt. Und zwar, jede Zahl des Geburtsdatums spiegelt uns eine Aufgabe. Bei der 1 sollte man natürlich immer wieder schauen, dass man powert, dass man nichts liegen lässt, sondern dass man sagt, jetzt geht's nach vorne, jetzt kann ich anpacken. Bei zweiter Zahl, die Nummer 2, da geht es darum, dass man auch Intuition spielen lässt. Das heißt, man soll sich nicht auf den Kopf verlassen, sondern eigentlich nur auf eigene Intuition. Bei der 3 muss man richtig anbeißen. Die Aufgabe ist, sich zu bestätigen, sich richtig durchzuboxen. Wenn man eine 4 im Geburtsdatum hat, da hat man natürlich mit eigenen Ideen zu tun und mit Kommerz. Geld verdienen ist das Thema. Bei der 5 geht es um geistige Gesetze, dass man sich auch mit zum Beispiel Thema Karma auseinandersetzt. Bei der 6 geht es um die Liebe. Da muss man auch die Liebe finden, beziehungsweise auch die Zweisamkeit. Und bei der 7 geht es auch wieder mal um finanzielle Sicherheit und um Sicherheit im Leben. Wenn Sie eine 8 haben, bei der 8 geht es auch um Familienkarma. Da muss man einiges lösen, klären und eigenen Weg finden. Bei der 9 geht es immer um die Kommunikation. Wie kommuniziere ich mit jemandem oder wie kommunizieren die anderen mit mir? Man sortiert immer wieder die Freundschaften. Bei der 0, auch diese Zahl ist sehr wichtig, geht es um Pluto. Und da geht es auch um eigenes Karma, eigene Gaben zu finden und nach vorne zu kommen. 1900, also quasi das Jahrhundert selbst, wird nicht mitgedeutet, weil die Zahl hat jeder. Und die Kinder von 2000 geboren, die sind quasi im Indigo-Alter. Also Indigo-Zeitalter hat damit zu tun, dass sie auch weniger karmische Aufgaben haben wie wir. Ich wünsche euch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ihr Vadim.